Am Montag kommt es ja hier zu einem sexuellen Übergriff auf dieser Rolltreppe. Jetzt wollte ich mal fragen, fühlt ihr euch eigentlich sicher in den Wiener Linien? Puh, das kommt ganz drauf an, wer gerade in der U-Bahn steht. Also manchmal, wenn man später alleine heimfährt, zum Beispiel nicht so. Ja. Aber tagsüber, finde ich, geht's eigentlich. Was macht es denn aus, dass ihr euch unsicher dann fühlt, wenn es abends ist? Weil eigentlich ist es ja hell beleuchtet zum Beispiel. Ja, es sind einfach die Leute in der U-Bahn, es sind weniger befüllt. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe und dann mit der U-Bahn nach Hause fahre, fühle ich mich da schon nicht hundertprozentig sicher meistens. Und dann schaut man halt meistens auf sein Handy oder sowas, um sich abzulenken davon. Ja. Wisst ihr denn, was ihr machen könnt, wenn ihr euch unsicher fühlt an solchen Stationen wie hier? Naja, Pfefferspray dabei haben ist jetzt übertrieben gesagt, aber im Prinzip, ja, auf Leute in befülltere Waggons gehen logischerweise schon. Sonst, ja. Also an allen U-Bahn-Stationen ist ja diese rote Säule dort. Und wenn ihr an diesen Knopf dreht zum Beispiel, dann werden alle in der Leitzentrale benachrichtigt darüber und die Kameras richten sich auf den Fleck aus. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, ja. Ja? Ja. Wie kann man sich denn schützen, wenn man alleine als Frau vielleicht auch unterwegs ist? Wie würden Sie sich denn helfen in so einer brenzlichen Situation? Ja, ich habe immer ein Spray mit, aber ob ich den rechtzeitig dann benutzen kann, ist die Frage. Also praktisch schlecht. Also ich muss sagen, ich habe immer mein Handy parat und wenn ich das Gefühl habe, also zum Beispiel Städtermalgasse, wenn ich am Abend aussteige und es sind da dann schaue ich immer so, dass ich also sofort die Polizei drücken kann und ich schreibe dann Police oder so irgendwas und aber ganz schützen kann man sich nie. Ich bin der Meinung, das ist einfach ein Schicksal. Denken Sie, durch diese ganzen baulichen Maßnahmen, das helle Licht, die vielen Videokameras, die hier überall sind, hilft das? Gibt es Sicherheitsgefühl? An und für sich schon. Ja? Ja, sicher.